Ja, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Diesmal sieht man das? 3 Uhr nachts, weil das ist nämlich eins von diesen Specials, die ich meinte. Nämlich ist diese Nacht Mondfinsternis, nämlich eine totale. Ab 3:07 Uhr fängt es an zu verfinstern und ab 4:11 Uhr oder so, wo ich bin zu blöd, die Kamera zu halten, wackelt ein bisschen. Mir ist auch so kalt irgendwie ein bisschen. Und ab 4:11 Uhr, was soll ich sagen? Ab 4:11 Uhr ist dann die totale Phase, da ist dann Blutmond. Wird bestimmt saugeil. Ich filme das auch nachher. Ja, und dann gehe ich jetzt gleich erstmal raus, guck mal, wo der Mond ist. Und dann gehe ich nachher nochmal raus und dann schaue ich mir schön den Blutmond an. Hallo Leute, ich bin jetzt hier gerade draußen. Es ist ordentlich kalt. Hier ist wenigstens Licht an der Stelle. Ich habe hier nämlich die Lampe hier angemacht. Da hinten, oh, sieht man ja kaum, da ist auch noch ein bisschen Licht. Und das Beste ist direkt, wenn man rausgeht, sieht man schon da oben den Mond. Der ist schon leicht verfinstert. Kann ich das mal näher ran? Ja, jetzt sieht man es noch nicht. Ja, dann muss ich später nochmal filmen. Ja, dann filme ich später nochmal, wenn er noch mehr verfinstert ist. Der ist jetzt. Ich sollte lieber so filmen. Dann filme ich nochmal später, wenn der Mond mehr verfinstert ist. Jetzt sieht man das noch nicht. Wir haben jetzt 3:12 Uhr, das heißt, seit 5 Minuten beginnt der Mond sich zu verfinstern. Und ja, im Moment sieht man es noch nicht in der Kamera, aber ja, später filme ich dann. Tschüss, bis später. So, hallo Leute, da bin ich wieder. Ich stehe wieder auf der tollen Treppe, weil da, wo ich sitze, ist nicht so toll Licht unbedingt. Deswegen, ja, hier ist besseres Licht, hier ist die Lampe direkt über mir. Und ja, wir haben noch nicht 4:11 Uhr, falls ihr das jetzt dachtet nach diesem Cut hier. Wir haben 3:30 Uhr, aber ich habe gemerkt, wenn man ranzoomt, sieht man es auch schon mit der Kamera, dass der Mond sich langsam anfängt zu verfinstern. Deswegen setze ich mich jetzt dahin und zeige es euch, indem ich ranzoome. Ich weiß nicht, warum ich so komisch rede, aber ist auch egal. So. Oh, jetzt setze ich mich hier direkt auf die Kameratasche, ich Idiot. So. Da oben ist der Mond und wenn man jetzt ranzoomt, da sieht man schon, der sieht nicht rund aus. Der ist schon ein bisschen am Abnehmen. Ihr seht da diese Linie links oben. Kann man nicht noch weiter ran? Der ist schon ein bisschen am Abnehmen. Ja, wollte ich euch nur zeigen. 3:30 Uhr haben wir. 4:11 Uhr ist totale Finsternis. Da ist hier Blutmond. Ich weiß nicht, ob ich mich dazwischen nochmal melde, wenn es kurz davor ist oder so. Weiß ich jetzt noch nicht. Werden wir nachher sehen. Ja, bis dann. So, hallo Leute, ihr werdet euch sicherlich denken, warum ich wieder drin filme. Wir haben es auch nur. Eigentlich kann ich auch zoomen, ist doch scheißegal. Ein paar Minuten später sind wir gerade in, wir haben es 2:35 Uhr. Und ich sitze hier drin, weil ich verdammt Hunger habe. Und deswegen esse ich hier Müsli mit hier. Schön Schleichwerbung, Milch von unser Norden. Natürlich hier Schleichwerbung, Product Placement, was auch immer. Nein, stimmt nicht. Könnt ihr vergessen. Würde sich bei mir eh nicht lohnen. Ja, dann esse ich hier schöne Müsli-Schale. Und ja, ich habe scheiße Hunger irgendwie gehabt. Wieso filme ich eigentlich immer noch das? Ich sollte mein Gesicht filmen. Ja, ich habe scheiße Hunger irgendwie gehabt. Und ja, deswegen esse ich jetzt mal schön Müsli. Schön Frühstück um 3:30 Uhr morgens. YOLO. So, ich filme jetzt wieder hier, weil hier wieder gutes Licht ist. Und ja, wir haben es ja 3:45 Uhr, wie gerade eben. Und der Mond hat sich schon ordentlich verfinstert. Ich setze mich gleich wieder hin und zeige es euch dann und zoom. So, da ist schon ordentlich wenig übrig. Also da ist schon ein gutes Stück weg. Also für euch sieht es so aus, als wenn es ungefähr die Hälfte ist. Für mich ist es in echt ist es ein bisschen weniger. Ist wahrscheinlich wegen dem Licht irgendwie Blendung oder was auch immer. Aber ja, ihr seht aber auch, dass für euch selbst der Mond nicht mehr wirklich rund ist. Ja, dann melde ich mich wahrscheinlich gleich zurück, wenn es so gut wie komplett verfinstert ist. Tschüss, bis gleich. So, wir haben 4 Uhr, der Mond hat sich fast vollständig verfinstert. Man wird es wahrscheinlich auf der Kamera gleich nicht so gut sehen, aber man sieht schon, dass er sich ordentlich verfinstert hat. Um 4:11 Uhr ist ja vollständig verfinstert und dann ist der Blutmond und er sieht schon ein bisschen blutmondmäßig aus. Sieht man jetzt wahrscheinlich auf der Kamera nicht, aber ich zeige es euch trotzdem.
Ich zeig's euch jetzt trotzdem mal, wie ihr durch die Kamera aussieht. Ja, ich würde sagen, da ist ordentlich was schon. Man sieht es auf jeden Fall auch in der Kamera, dass der Mond sich schon ordentlich verfinstert hat. Ja, sieht man. Aber nicht so doll wie in echt. Also wie es in echt jetzt aussieht. Aber man sieht es auch schon. Ja, dann melde ich mich gleich wahrscheinlich zurück, wenn Blutmond ist. Bis dann. So, jetzt probiere ich es nochmal neu, ob man nochmal den Blutmond gut sieht. Das wäre natürlich schade, wenn man den nicht sieht. Aber ihr habt ja gesehen, wie sich der Mond verfinstert hat. Und dann zeige ich jetzt mal den Blutmond an. Der ist verdammt dunkel. Vielleicht ein bisschen sieht man's. Weil das ist ja auch total dunkel. Der hat ja auch kaum Helligkeit, aber man sieht diese orange Farbe. Vor allem unten ist es besonders orange, da sieht man es gut. Ja, ich finde, man sieht das schon einigermaßen gut. Natürlich sieht man den Mond in echt komplett, aber man sieht schon, dass es ein Blutmond sein soll. Also ist schon ordentlich orange-rotfarben. Ja, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus jetzt. Hat sich eigentlich doch jetzt gelohnt, nochmal zu filmen. Vielleicht filme ich nachher nochmal, obwohl der Blutmond wird sich nicht im Aussehen groß verändern. Ja, bis denne, sagt die Henne und die Penne. Keine Ahnung. Tschüss, bis denne. Oh, voll verplant, egal.